coole Kunst und Artistik vor der Industriekulisse des Ruhrgebiets. Urbanetics nennt sich die Show in Bochum, die viele Disziplinen vereint und Akrobaten und Tänzer, Streetartisten und Musiker unter einem Dach versammelt. Ein Ort, der erstaunliche Kräfte freisetzt. Wir sind hier im Ruhrgebiet. Industriekultur hoch 10. Hier ist nicht nur Industriekultur, sondern hier sprießt Kreativität. Ich sage immer wieder, alle ziehen nach Berlin. Warum nach Berlin ziehen? Weil das Ruhrgebiet ist genauso cool, wenn nicht sogar noch cooler. Wir haben ja noch viel mehr Vielfalt. Also Berlin ist so und Ruhrgebiet ist so. Hier wohnen die meisten Menschen. Also automatisch die meiste Kreativität. Und wir ziehen jetzt mittlerweile schon Leute aus der ganzen Welt hierhin. Auch Urbanetics sind international. Hugo Noel und seine Truppe kommen aus Kanada. Sie haben ein Spezialtrampolin entwickelt, Monster Tramp genannt, mit dem sie in Bochum das Publikum schwindelig springen wollen. Normalerweise, wir sind so ein gerade Trampolin, so die Boden ist hier, oben ist da. Und jetzt, wir haben zwei Trampolinen in diese Richtung. Und wenn wir springen hier, wir müssen alles wechseln, so unser Boden ist 40 Grad. Das braucht Zeit zum Adapt. Ja, und ja, es ist viel anderes. Es braucht Training und es ist ein bisschen scary. Angsteinflößend. Auch die Proben in der Jahrhunderthalle, in denen die Künstler ihre einzelnen Akrobatiknummern in das Gesamtkonzept der Show einfügen. Und hoch in der Luft prüfen, ob auch alles sitzt. I think a million idea in one second. In einer Sekunde achte ich auf 1 Million Details, auch wenn alles ganz schnell geht. Wo bin ich? Wo ist der Scheinwerfer? Auf welcher Höhe ist das Publikum? Wo sind die Augen der Zuschauer? Aber vor allem passe ich auf, dass ich sicher hänge und nicht runterfalle. Wenn dann der eigentliche Auftritt kommt, dann läuft es von selbst. Dann wird alles eins, dann spüre ich es. Wow. Diese Energie auf das Publikum zu übertragen, eine Herausforderung für die Artisten. Denn die Bochumer Jahrhunderthalle ist deutlich größer als etwa ein Zirkuszelt. Hier musst du voll aus dir rausgehen, um den Raum zu füllen. Aber auch eine gute Übung, um in der Lage zu sein, wirklich alles zu geben. Carlos Howard gehört zu denen, die die Show mit Musik und ganz eigener Akrobatik zusammenhalten und so gut ins Gefüge passen von Urbanetics. Man sieht einfach bei den Leuten, die hier sind, egal wer, jeder hat ein Mastermind, jeder denkt irgendwie outside the box. Das heißt, immer ein Stück weiter, nicht nur in diesem Kasten drin, was wir kennen als Standard, sondern wir versuchen immer aufzuleveln, besser zu sein als das Jahr zuvor. Zum 7. Mal Beatboxen, Tanzen und Turnen Urbanetics in der Bochumer Jahrhunderthalle. Gewohnt, atemberaubend. Wir haben heute Carlos bei uns. Schönen guten Morgen, grüß dich. Good morning. The Beatbox in der Band, mittlerweile eine feste Größe. Aber die Band gibt es dieses Jahr zum ersten Mal bei Urbanetics, oder? So in der Form. Das dritte Mal dabei. Aber die wird immer größer. Jetzt haben wir auch noch ein Cello dabei, Bassisten, Gitarristen, zwei Schlagzeuger. Also wir haben aufgerüstet. Ja. Die Haare, Christina, darfst du ruhig mal hinfassen, wenn du... Ich habe gerade eben schon in der Maske erfahren, ich finde es total krass. 4 Kilo Haare hingen dir da am Kopf, meine Herren. Und wenn du mit unserem Schwimmlehrer ins Wasser steigen würdest, noch schwerer, oder? Da reden wir von 9 Kilo und ich hätte einen Bleigurt um. Wahnsinn. Das ist der Hammer. Wir haben ja auch ein Mikro da. Wolltest du mal checken, ob es überhaupt beatboxmäßig funktioniert? Machst du denn auch mit so Worms noch, wo man noch mehr hört? Könnten wir das jetzt auch lernen? Du gibst ja auch Unterricht, habe ich gehört, oder? Das ist absolut kein Thema. Weil ich bin der Meinung, dass jeder, der einen Mund hat und sprechen kann, und ihr könnt das, kann Beatboxen. Christian, nehmen wir dein Mikro? Wollt ihr mal eine Eselsbrücke hören? Ja. Die erste Eselsbrücke, die auf dem Schulhof rumgeht, ist: Ich kann das, Carlos. Putze Katze. Stellt euch vor, ihr sagt Putze Katze. Perfekt, so, jetzt habt ihr euch das schon mal vorgestellt, ne? Putze Katze, stellt euch vor, Putze Katze ist das P,
das T, das K, das T. Ja. Also die drei wichtigsten Konsonanten beim Beatboxen. Schade, dass Armin Rossmeier nicht mit dabei ist. Wer die besonders hart aussprechen kann, ist besonders gut. Ja. Wer die schnell aussprechen kann, ist noch besser. Ja, wer noch kombinieren kann, ja, ist genial. Ja. Und wenn man halt übt, übt man. Zweite Karriere bei dir, unbedingt. So, und wenn man dann will, kann man sich auch so Schüttelreime und so Wortspiele einfallen lassen. Aber wir haben eine Schauspielerin da. Mach doch mal so ein was. Wollte man einen Zungenbrecher? Ja, ja, ja. Zungenbrecher, Beatbox-Zungenbrecher. Und zwar folgendermaßen. Brigitte, bitte komm. Brigitte, bitte komm. Brigitte, bitte komm in die Küche. Brigitte, bitte komm in die Küche. Ist ein bisschen diskriminierend? So. Brigitte, bitte komm in die Küche. Brigitte, kommst du mal? Erinnert mich eigentlich eher an Loriot. Brigitte! Ja, Brigitte. Brigitte, bitte, ja, aber heutzutage, sage ich euch, in der Schule, die meisten Kinder wissen gar nicht mehr, was eine Brigitte ist. Die denken, es ist ein Tier oder sowas. Ne? Ja, genau. Der Name ist fast ausgestorben. Muss ich mir was Neues einfallen lassen. Es geht weiter. Brigitte, bitte komm in die Küche. Brigitte, bitte komm in die Küche. Jetzt kommst. Käsekuchenkrümel beschmutzen den Küchenboden. Käsekuchenkrümel beschmutzen den Küchenboden. Aber wo ist denn bei Beschmutzen der Plosiv? Beschmutzen. Genau. Da ist Armin Rossmeier wieder vorne dran. Beschmutzen den Küchenboden. Küche. Oder, ah, ich sehe hier schöne Brötchen. Na, Bierbrötchen bei. Guck mal. Bauarbeiter konsumieren Bio-Brötchen kostenlos. Bauarbeiter konsumieren Bio-Brötchen kostenlos. Übersetzt das mal für Sie. Ganz einfach. Und so vorgestellt, BBK, BBK, hört man sich jetzt an, kennt das jeder. We will. Ja. Aber du kannst ja auch noch diese wir geben dir mal die Bühne. Zeig doch einfach mal, was so ein Beatboxer kann, wenn er so alles macht. Carlos, bitte. Heute Morgen mein Wecker. Ich bin dein Wecker. Nimm doch mal Platz. Carlos Howard von der Urbanetics Show in der Bochumer Jahrhunderthalle. Morgen Abend Premiere. Wie lange brauche ich, bis ich das so kann wie du? Also ich übe seit 10 Jahren jeden Tag mindestens 2 Stunden. Ah, brutal. Ja. Und nebenbei machst du noch Sport, weil dein Geld verdienst du sonst auch als Personal Trainer. Genau. Ich bin in der glücklichen Lage zu sagen, dass ich meinen Traum verwirklichen kann. Also ich bin Sportler schon immer gewesen, Leichtathlet. Mache Calisthenics-Kurse. Bringen sozusagen faule Menschen wieder zu Sport zu treiben, aber auch Profisportler. Das heißt, ich mache Beatbox, ich mache Sport, ich habe Spaß, ich bin an der frischen Luft, lebe gesund. Ja. Aber darf ich dich mal was fragen? Mhm. Wenn du Beatboxst, ne, dann ist doch, also deine Zunge, das ist ja ein Muskel. Mhm. Und alles andere, was auch sonst so da ist, also Sprecherziehung, rudimentärs und so weiter. Ist dein Muskel dann nicht mittlerweile so ausgebildet? Ist das normale Sprechen für dich überhaupt noch gangbar? Oder ist das alles schon wie so, also wenn ich mir vorstelle, ein Bodybuilder, der viel trainiert, das passiert ja in deinem Mundwerk sozusagen auch. Ist das dann nicht auch mal überspannt? Wenn ich zum Beispiel, es gibt natürlich auch Sachen, die ich trainiert habe, und die funktionieren auch nicht beim ersten Mal. Das sage ich den Kids und jedem. Ich trainiere auch hart, um neue Töne zu bekommen. Zum Beispiel eine super Sache, eine Lippenoszillation nennt sich das. Lip Roll. Du kannst wirklich Kunststücke. Bedeutet aber, man kann ja Luft ausatmen und einatmen.
ich atme die ganze Zeit Luft ein und lasse die Lippe damit zirkulieren. Dafür habe ich 3 Monate gebraucht, bis ich überhaupt realisiert habe, dass ich in meinem Bauch atmen muss und nicht in die Lunge. Carlos, vielen Dank für deinen Besuch. Hochspannend, du musst wieder vorbeikommen. Grüß mir die Kollegen bei Urbanetics und wenn wir ein Waschbrett brauchen, dann rufen wir auch bei Super. Dir an. Ne? Danke. Ich danke dir ganz herzlich für den Besuch. Cool.